Also ihr müsst euch das vorstellen, die halten uns hier wirklich fest, als wären wir Verbrecher. Das ist nicht mehr normal. Weißt du was? Die haben uns draußen bedroht. Ja. Die wollten jetzt den Dani umschubsen hier draußen, die ganzen Bullen. Wo ist die Dani? Die haben sie rausgelassen. Die ist jetzt unten auf Toilette. Seit Wochen können wir alle nicht arbeiten. Ja, das ist, was die machen. Die kriegen ihr Geld von der Regierung. Uns terrorisieren die Polizei. Das darf nicht mehr wahr sein, als wären wir Verbrecher, anstatt die richtigen Verbrecher jagen. Guck doch mal die Rotze an, die sind doch gerade mal von der Schulbank, oder? Ja, das sind unsere Kinder, können die sein. Haben in eurem Leben noch nie richtig gearbeitet. Ihr solltet euch mal schämen. Ihr solltet die Verbrecher solltet ihr bejagen und nicht normale Bürger. Wenn ihr mal Familie habt, ich würde mich werden die nicht mehr haben. In diesem Deutschland werden die keine Familie haben. Ihr seid doch solche Verbrecher! Ihr kriegt alle eure Strafe! Ja, dann werden die schießen. Wie? Die sind so drauf, die werden schießen. Es darf echt nicht mehr wahr sein. Ihr Rotz, ihr könntet uns wie Kinder sein, dass ihr euch nicht schämt, voll Teufel! Vor allen Dingen könnt ihr alle noch ruhig schlagen! Schlafen! Schämt euch! 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 Söldnertruppe von Angela Merkel! Wir sind das Volk! 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 Ihr seid schuld, wenn ihr in unser Land den Bach runtergeht. Ihr seid mitschuld, die Mittäter. Greift alte Leute und Kinder an. Und Frauen. Schlagt die brutal zusammen. Seid ihr eigentlich noch normal? Ihr seid nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal, was die hier machen. Bitte. Das bin ich aber voll und ganz Ihre Meinung, aber denken Sie mir, dass es besser ist, wenn man ruhig mit ihnen. Nee, wenn Sie wüssten, die sind in mehreren Demos sind die auf Leute, die haben alte Leute rausgebracht, brutal zusammengeschlagen. Gut. Nee, ganz bestimmt nicht. Da kann man nicht mehr ruhig bleiben. Aber vor den ausländischen Radikalen, die Frauen vergewaltigen und Leute umbringen, da rennen die weg. Leipzig-Konnewitz, da sind sie alle laufen gegangen. Aber unbescholtene Bürger! Ihr sollt euch wirklich schämen. Eure Mütter und Väter tun mir leid. Ihr solltet euch in Grund und Boden schämen. Verdammte Bastarde. Das ist Freiheitsberaubung, genau.